Von den Lieblingen im Weißen Haus bis zu jungen Erwachsenen, die ihren eigenen Stil entwickeln. Die neuesten Party-Outfits von Malia und Sascha Obama zeigen, wie unterschiedlich sie heutzutage sind. Seit dem Amtsantritt ihres Vaters, des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, haben wir Malia und Sascha direkt vor unseren Augen aufwachsen sehen. Im Laufe der Jahre hat sich der persönliche Stil von Malia und Sascha weiterentwickelt. Als ihr Vater zum ersten Mal vereidigt wurde, war Malia 10 Jahre alt und Sascha 7. Bei Obamas erster Amtseinführung im Jahr 2009 machten die Obama-Frauen mit ihrer etwas unkonventionellen Kleidung Schlagzeilen. Sascha trug Orange und Rosa statt der klassischen Farben Rot, Weiß und Blau. Bei der zweiten Amtseinführung ihres Vaters trugen Malia und Sascha Mäntel in verschiedenen Lilatönen. Und als die Schwestern 2016 zum ersten Mal am Staatsdinner im Weißen Haus teilnahmen, bemerkte Glamour, wie jugendlich und trendig ihr Stil war. Bei der formellen Veranstaltung verzichtete Malia auf auffälligen Schmuck und Sascha trug ein schwarzes Kropfband zu ihrem formellen Kleid. Natürlich hatten die ehemaligen Präsidentenkinder schon immer ihren eigenen Sinn für Stil. Und vor kurzem haben sie diese Stilentscheidungen auf die Spitze getrieben. We don't know who they're going to become, right? And we want to make sure there's a space for them, whoever they choose to be. Am 22. August zeigten Sascha und Malia, wie sehr sich ihr Stil weiterentwickelt hat, als sie nach dem Konzert von Drake in Los Angeles in dessen Party im Restaurant The Bird Streets Club teilnahmen, das nur für Mitglieder zugänglich ist. Malia trug Mikrozöpfe und ein durchsichtiges, geschnürtes Hemd mit einem bernsteinfarbenen, plissé-artigen Aufdruck. Dazu kombinierte sie eine halb durchsichtige, hochtaillierte graue Hose mit Blumenmuster und schwarze Plateauschuhe. Gleichzeitig ging Sascha mit ihrem Styling und Schmuck aufs Ganze. Ein hoher Pferdeschwanz, ein schwarzes Korsettoberteil und eine übergroße Cargohose. Dazu trug sie Kreolen, eine Gliederhalskette und mehrere bunte Ringe und vervollständigte ihren Look mit einer fuchsiafarbenen Handtasche. Wer die Obama-Schwestern vor allem aus ihrer Zeit im Weißen Haus kennt, wird von ihren gewagten Outfits vielleicht überrascht sein. Aber die beiden haben ihren Stil schon seit Jahren weiterentwickelt. Seit sie das Weiße Haus verlassen hat, hat Malia ihren Abschluss an der Harvard University gemacht und experimentiert mit Film- und Fernseharbeiten, zuletzt als Autorin für Donald Glovers Serie Swarm. Die älteste Tochter hat ihren eigenen eklektischen Stil entwickelt, der von weiten Kleidern bis zu Jeans-Ensembles reicht. Nachdem Sascha im Mai ihr Soziologiestudium an der Universität von Südkalifornien abgeschlossen hat, ist es klar, dass sie sich ihre eigene modische Identität geschaffen hat. Die Modezeitschrift NNS Magazine hat die Tochter des ehemaligen Präsidenten bereits als Stilikone betitelt. Sogar Drake selbst hat Sascha wie ihren einzigartigen Sinn für Mode gelobt. Im Jahr 2017 lud der Hotline Bling Rapper ein Instagram-Foto von Sascha hoch, das er mit Style Popper betitelte. Das Modemagazin High Snobiety stellte 2022 fest, dass die Schwestern den Stil der Gen Z gemeistert haben, indem sie immer im Trendy liegen und sogar selbst zu Trendsettern geworden sind. Auch wenn es sicherlich Menschen gibt, die Miley und Sascha Obamas Modewahl als zu gewagt kritisieren, haben sich ihre Eltern bemüht, das Selbstbewusstsein und die Individualität ihrer Töchter zu fördern. Um ihre Unabhängigkeit zu beweisen, zogen Malia und Sascha 2022 gemeinsam nach Los Angeles und wurden Mitbewohnerinnen. Als Michelle im Jahr 2022 in der Sendung Today über ihren Erziehungsstil sprach, betonte sie, dass sie versuche, ihre Töchter nicht zu sehr zu kritisieren. In einem weiteren Interview aus dem Jahr 2022 in der The Kelly Clarkson Show verriet die ehemalige First Lady, dass sie und Barack ihren Kindern immer davon abgeraten haben, sich tätowieren zu lassen. Aber inzwischen haben sie ihre Meinung geändert, wie Michelle erklärte. Die meisten Kids, die Tattoos und Piercings tragen, haben lange Nägel. Ihr Wertesystem dreht sich um Individualität. Ich bin dankbar für diese Generation, die jeden Teil von sich selbst zu schätzen weiß. Barack sprach 2020 mit InStyle und lobte Malia für ihren Elan und Sascha für ihre Entschlossenheit und fügte über Sascha hinzu: Sie ist sich ihrer eigenen Sicht auf die Welt völlig sicher und lässt sich von Titeln nicht einschüchtern und hat sich auch nie von ihnen einschüchtern lassen. I mean, they all have multiple badass qualities. Mit dieser Zuversicht sind wir gespannt, wie sich der Stil der Obama-Töchter in Zukunft entwickeln wird.